Unsere Geschichte heißt der Wutkönig. Es war einmal ein Wutkönig und die ist immer so wütend. Der Wutkönig hat in einem kleinen Holzhaus gewohnt. Weil er so in einer kleinen Hütte wohnte, hat er sich ein großes blaues Schloss gewünscht. Aber ganz allein kann er ja nicht sein Schloss bauen. Deswegen helfen ihm seine Diener. Die Diener holten ihm also Holz, aber er wollte kein Haus aus Holz, sondern eins aus Stein. Und dann wurde er wütend und zertrampelte das Holz. Danach besorgten die Diener Steine, aber sie hatten kein Zement mehr und wollten trotzdem die Mauer bauen, aber sie ist wieder kaputt gegangen. Und dann ist der König wie feuerrot und böse geworden. Die hatten Beton und haben dem eine Mauer gebaut, aber die hatten kein Werkzeug und deshalb waren da keine Türen und keine Fenster drin. Und dann wurde der ganz wütend. Sie hatten jetzt Werkzeug und konnten ein Schloss bauen, nur der Turm war zu klein. Der Wutkönig wollte einen großen Turm und dann wurde er wieder ganz wütend. Die Diener malten das Schloss rosa an. Als der Wutkönig das sah, wurde er wütend, denn er wollte ein blaues Schloss. König hat die ganze Schloss kaputt gemacht. Da war nur ein Haufen auf Stein. Er hat sich schuldig, weil er das Schloss kaputt gemacht bei den Dienern. Der König und die Diener haben das Schloss wieder aufgebaut, so wie es der König haben will, und haben dann alle glücklich darin gelebt. Das war die Geschichte von Wutkönig.